Wir sind auf der Suche nach dem versteckten Sternjuwel. Denn wie es sich herausstellt, so wollte Brunhilda das Sternjuwel stehlen. Vor unserer Nase auf dem Podest dort vorne. Aber tatsächlich hat Pink vorgesorgt und ein Imitat dort versteckt oder dort hingelegt. Und jetzt das echte versteckt. Nun ist halt nur die Frage, wo ist das echte und wie kommen wir dorthin? Und wie kommen wir überhaupt dahin? Frage ich mich gerade. Warte mal. Ah, von... Ja, okay, jetzt müssen wir ein bisschen was neu machen, aber... Dafür kriegen wir... Ernsthaft? Ein Item? Schade, ich habe mit einem Orden gerechnet oder so. Leider nicht. Okay, also Ping möchte, dass wir selber herausfinden, wo er das echte Sternjuwel versteckt hat, denn er darf es uns angeblich nicht sagen. Aber ich gehe mal davon aus, dass es hier oben sich irgendwo versteckt, weil warum sonst sollten wir hier hoch können? Oh Gott, nein! Nicht wieder Papier fliegen! Na gut, okay. So schwer wird es schon nicht sein, oder? Oder? Hab ich es geschafft? Bin mir nicht sicher. Hab ich es geschafft? Bam! Ein Geschenk? Für mich? Okay. Hier springen. Oh ja! Wow! Nee? Achso, hier springen. Hä, warum konnte ich dann da unten nochmal springen? Ja, okay, dann bin ich zurückkommen, ne? Einfach nur, das war einfach nur nett vom Spiel. Na gut. Warte, wenn ich jetzt den Shutter betätige, erhebt sich dann das Gemälde? Oh. Oh, wow. Hinter der Gardine ist einfach eine Röhre. Ha, und die wird jetzt auch beim Gemälde angezeigt. Ja, aber warte mal. Müsste nicht dann da auch noch eine Röhre sein? Egal, schauen wir gleich nach. Nee, warte, warte, was? Das nenne ich mal Paper Mario. Oh, oh, was? Wie funktioniert das? Warte, warte, stopp, 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 stopp. Moment. Willst du mir sagen, das hier ist kein Gemälde? Sondern da kann man wirklich hin? Ist das so ganz weit im Hintergrund oder so? Ist das eigentlich so ein riesiges Gebäude? Ich bin verwirrt. Sind das Gegner? Wait. Das sind Gegner? Oh. Was machen denn solche Gegner wie diese hier in diesem Ort? Lilane Buhus mit gelben Augen, blauem Mund. Ich hab nie gesehen. Das ist ein Finsterbu. Finsterbu sind lila Buhus. Ziemlich gruselig. 8 KP, 5 Angriff, keine Verteidigung. Aber eigentlich sind das ganz normale Buhus mit hoher Angriffskraft und mehr KP. Jetzt bleibt die Taktik gleich. Also bleibt die Taktik gleich. Ja, mach sie fertig, bevor sie sich unsichtbar machen. Können sie unsichtbar machen? Oh oh. Hauen wir lieber den einen schon mal weg. Wie sie immer so rumwackeln. Liebes. So, was habt ihr drauf, hä? Oh. Okay, er ist jetzt unsichtbar. Können sie sich wohl einfach so unsichtbar machen? Nein. Kopf aus den hinteren. Ja, not bad, not bad. Ja, jetzt schwimmen sie halt alle, ne? Die kann ich nicht erwischen. Und der ist schon mal down. Alright. Der hat nicht zufällig noch ein Item. Okay, schon geblockt. Die kann man einfach blocken. So. Er ist sichtbar? Ja, ist sichtbar. Schön. Schön eins draufhauen. Das reicht nicht! Ernsthaft jetzt? Das hat nicht gereicht. Der eine darf nochmal kämpfen. Okay. Er verschwendet es aber so ziemlich. Kollege, du hättest was machen können. Idiot. Die geben aber gut XP. Nice. 4 XP pro Besiegten. Lila Bu. Oh, Hilfe. Hilfe! Sag bloß, das ist das Echte. Doch!
Doch, es ist das echte. Was? Wow, du erhältst das Sternjuwel. Okay, das ging ja ziemlich easy, würde ich sagen. Energie der Sterne steigt um 7. Oder ist es bei 7? Und wir lernen die Attacke Sternenblitz. Wow. Was ein episches Kapitel. Geschafft. Oh, wow. Mario erhielt im Glimmertempel das 6. Sternjuwel. Bleibt nur noch eines zu finden. Aber noch immer weiß er nicht, wohin Prinzessin Peach verschleppt wurde. Wo mag sich das letzte Sternjuwel befinden? Und wo ist Prinzessin Peach? Mario beschließt, noch einmal Inspektor Ping aufzusuchen. In der Hoffnung, eine Spur zum letzten Sternjuwel zu finden. Warte, war da oben nichts beim Tempel? Wir können es noch. Oh, wir können es noch bewegen. Okay. Noch geht's nicht weiter mit der Peach-Story. Aber der Kollege steht uns blöderweise im Weg. Das ist jetzt hier cool. So viele Gegner. Setzen wir doch direkt mal den Sternblitz ein. Besiegt viele Gegner schon mit einem einzigen Schlag. 2 Sternpunkte nur. Was mache ich denn? Drücke die gezeigten Knöpfe in der richtigen Reihenfolge. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Ich hab genug Paper, ich hab genug Partners in Time gespielt. Ich kann das. Ich kann das, Mann. Ich kann das. Boah, das schlägt einfach so das Papier weg. Bitte was? Wie bitte? Könnten Sie es nochmal wiederholen? Und stimmt, das gibt da jetzt 5. Erfahrungspunkte sind ein Grund. Wow. Warum hat das nicht gekillt? Aber das ist bisher meine Lieblingsattacke von den Sternen. Das kann ich viel besser als der anderen Müll. Steine? Nein, wir werfen mir keine Steine, Mann. Oder Krusione, wir werden immer noch verfolgt von denen. Das wird sich wohl nie ändern. Versuchen wir es nochmal. So schwer kann es doch nicht sein. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Bam. Schön. Oh, hatte Glück, dass es nur XAXA war die ganze Zeit. Komm, jetzt kill sie einfach. Wie bitte? Nichts. 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 Was? Ich bin fast tot. Ich hab gesagt, keine Steine. Die Zahl ändert sich auch unten links. Ach man, das kann nicht sein. Verdammt. Erstmal wechseln. Ja. Multikopfnuss. Okay, war ja klar. Na komm. Mach den Donnerzorn. Was auch immer. Ich bin gerade nur noch sauer. Ich bin wirklich nur noch sauer. Und dann habe ich gesagt, die beste Attacke. Also wie sie funktioniert, ja. In der Theorie wäre es mal die beste Attacke. Wenn sie treffen würde. Ich meine, was zur Hölle? Wie hat's nicht getroffen? Nicht einmal! What? How? Also wirklich, how? Gibt's hier oben überhaupt noch irgendwas Interessantes für uns? Gibt's einen Grund, warum ich hier überhaupt nach oben gehe? Weil irgendwie erkenne ich den Grund gerade nicht. Doch, ich sehe ihn! Da ist ein L-Orden? Ein Luigi-Orden oder sowas? Sieht aus wie Luigi-Orden, seht ihr den? Ha. Ja, den nehme ich mir mal mit. Weil ich's kann. Weil ich's kann. Hallo? Danke, Kupio. Das müssen wir nochmal üben, Kollege. Ja, sorry, Mann. Ja, alles gut. Ah, haha, es hat sich doch gelohnt. Eine Insignie.
Boah, wir werden die gleich sowas von ausgeben, alle. Holy moly. Wir werden so stinkreich sein. Beziehungsweise unsere Partner werden so krass gebufft dadurch. Unfassbar. Dressmann L-Orden. Mari bekommt ein Outfit in Luigis Farben. Warte, was? Green Mario, aber jetzt wirklich. Lol. Ja, hallo, ich bin das Luigi. Ah, verdammt. Geister kaufen es mir nicht ab. Oder ist es denen egal? Wahrscheinlich eher das Weitere. Aber trotzdem. Stoppattacke. Doppelter Angriff, ja. Kommt zu einem ungünstigen Zeitpunkt. My lady. Bam. Ich sehe jetzt einfach wirklich aus wie Luigi. Wir haben jetzt einfach so eine grüne Cap und ein grünes T-Shirt bekommen. Da oben. Nur die Latzhose ist gleich geblieben, aber die muss ja nicht ändern. Muss nicht sein. Was macht der? Er fliegt einfach nur. Das ist so komisch. Ich fühle mich wirklich, als würde ich Luigi spielen gerade. Ich weiß nicht, will ich das behalten? Irgendwie wäre das schon lustig, wenn ich das behalte, oder? Das ist schon lustig, schätze ich. Kraftpunsch. Macht Mario stärker und größer. Oh. Ich glaube, wenn ich ja alle besiege, hätte ich am Ende noch mal ein Level up, aber komm. Muss nicht sein. Ich will es mir auch nicht zu einfach machen in dem Spiel. Es ist ja immer noch ein Mario-RPG. So schwer sind die jetzt nicht. Generell Nintendo-RPG sind jetzt nicht super schwer. Aber Ping, ich hab eine Info an dich. Was? Da war also das Juwel? Ach, schon gut. Reden wir über was anderes. Wie, was? Hat das woanders hingelegt, oder was? Mein Glückwunsch, Luigi. Er sagt jetzt auch Luigi. Wie versprochen, überlasse ich dir das Juwel. Nimm es ruhig. Ich wollte hier sowieso wieder ein Imitat aufstellen. Mit zu reisen war zwar anstrengend, aber es hat mir auch viel Spaß gemacht. Ich weiß, du musst weiter. Lass dich auch in Zukunft nicht unterkriegen, Mann. Ich meine, wenn du mich jetzt Luigi nennen, kann ich das verstehen sogar. Hey, gehen wir zurück nach Rohlingen. Werden wir tun. Mit dem Glimmerleiter wieder 2 Tage oder 3 Tage fahren. Na gut. Ihr habt ein falsches Sternjuwel. Wie konnte das passieren? Ich bin im Vergebung, Sir. Und das echte Sternjuwel hat wieder dieser Mario? Ich weiß nicht, Sir. Verstehe. Das heißt außerdem, dass ich schon habe... Hat dieser Kerl jetzt alle anderen? Dann müssen wir wohl unsere Strategie ändern. General, ich habe Ihnen noch etwas anderes anzuvertrauen, Sir. General, Sir. Was denn noch? Was? Das ist ja unglaublich. Es besteht kein Zweifel, Sir. Unglaublich. Was für Quatschen die da? Langsam könnte Tag sich mal wieder melden. Jeden Moment. Oh! Ah. Das dachte ich mir auch gerade, Peach. Warum muss ich noch eben. Nein. Aber der Besen hat's verdient. Ach, Tag. Was mache ich nur ohne dich? Denn Peach wirkt aber irgendwie gerade nicht so glücklich. Ich glaube, sie hat ein ungutes Gefühl hier. Der Text dann gebraucht hat. Tag, was gibt's heute? Prinzessin Peach, ich bin zu einem Entschluss gekommen. Einem Entschluss? Ob ich dem Befehl folge oder dir alles sage. Und woran ich glauben soll. Tag, was ist los mit dir? Prinzessin Peach, du musst so schnell wie möglich von hier fliehen. Fliehen? Was denn los? Und warum so plötzlich? Habe die letzten Daten analysiert und etwas Schreckliches. Ich habe Crucius' Pläne vollständig durchschaut. Crucius' Pläne? Und ich weiß jetzt auch, warum du hier gefangen gehalten wirst. Und zwar, weil... Weil? Was? Ich soll...
Dies sind die Tatsachen, deshalb musst du sofort von hier fliehen. Aber wie könnte ich denn... Wo sind wir hier überhaupt? Keine Geheimnisse mehr. Ich werde dir alles sagen. Der Ort, an dem du verschleppt wurdest, dies ist der Mond. Der Mond? Du meinst der Mond, der oben am Himmel steht? Korrekt. Aber wie soll ich denn von hier fliehen? Wie können wir überhaupt atmen? Ausweg vorhanden. Flucht ist möglich, wenn du meine Anweisungen befolgst. Aber darfst du das denn? Das ist unwichtig. Sicherheit der Prinzessin ist oberste Priorität. Dick. Ich bin hier der Computer. Solange ich schweige, wird niemand deine Flucht bemerken. Ich bin nicht in Gefahr, aber du musst schnell wie möglich fliehen. Gut, verstanden. Aber vorher möchte ich Mara informieren. Schließlich geht diese Sache nicht nur mich an. Verstanden. Tipp, 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 tipp. Wow, Tech ist wirklich jetzt gut geworden. Das Spiel ist aus, Prinzessin. Sie! Er kommt von der anderen Seite, nein! Tech, hast du wirklich gedacht, du könntest mich täuschen? Herr General, ich hätte nie gedacht, dass ein Computer mich verraten würde. Nun egal. Das Schlimmste konnte ja noch verhindert werden. Was haben Sie vor? Wenn ein Computer verrückt spielt, hilft nur eins. Den Strom ausschalten und fehlerhafte Daten und Programme löschen. Oder draufhauen, das versuchen wir danach. Natürlich auch die Erinnerungen an dich, Prinzessin. Wir müssen schließlich dafür sorgen, dass es so etwas nie wieder vorkommen kann. Ich... Alle Funktionen stehen zur Verfügung. Hey, ihr beiden! Drückt gleichzeitig die roten Knöpfe neben dem Computer. Zu Befehl, Sir! General! So. Nein! Tag! Er wird corrupted! Nachricht fest! Prinzessin Peach ist... Wow. So gesehen ist Tech einfach tot jetzt. Wow. Gänsehaut. Formatierung beendet. Tech! Zu schade, Prinzessin. Tech existiert nicht mehr. Sie! Was haben Sie getan? Prinzessin, du hast jetzt keine Zeit, um einen Computer zu betrauern. Für dich gilt es jetzt, eine viel wichtigere Rolle zu übernehmen. das ist Bowsers Lache. Apropos Bowser. Was geht denn bei ihm ab? Er ist wieder in Rolingen. Bowser! Ich bin nicht einer deiner Kumpels. Keine Sternjuwelen, keine Prinzessin Peach. Und dann noch dieses Desaster in Düsterdorf. Was ist eigentlich los? Wenn das so weitergeht, kriegt Mario wieder alles und ich gehe leer aus. Euer Trübseligkeit. Ja, ist okay, Switch. Ich bringe gute Neuigkeiten. Unsere Spione haben mysteriöse Katakomben entdeckt. Sehr, sehr rätselhafte Katakomben, die in keiner Karte verzeichnet sind. Das ist garantiert... Da ist garantiert irgendwas. Alle Achtung! Diesmal werden wir auf jeden Fall etwas finden. Ehrlich gesagt, die Hammerbrüder haben bereits eine Expedition gestartet. Aber ihr Vorstoß ist etwas ins Stocken geraten, kann man sagen. So. Für mich zum Eingang der Katakomben, ja? Ich werde ganz massiv vorstoßen. Hä? Was soll das heißen? Außerdem... Was sind die Katakomben? Hä? War das gerade Bowser? Na egal. Muss Prinzessin die Claire retten. Ach, Luigi. Auf geht's!
Ist aber ein Castle-Level, wie cool. 3-1. Das Feuer ist so realistisch. Statt diese Feuerbacken, die man sonst immer kennt. Bisschen komisch. Nein! Okay, normale Größe, passt. Wir können einfach platt machen. Oder wir verbrennen sie. Das geht natürlich auch. Aber aufgepasst! Aufgepasst! Wow! Das ist ein Hammer, Bruder! Mein Bruder, Mann! Ich kann noch nicht lang. Dafür hätte ich jetzt ganz groß sein müssen, ne? Schade. Boing! Hä? Oh! Yeah! Genau das! Ziel! Erreicht. Ich hätte Standardattacke versuchen sollen, egal. Ich vergesse das jedes Mal. Ist das ein Fitnessraum oder was? Neue Trittfestigkeit! Was für ein Vorstoß! Das war ganz meisterlich! Schon gut, aber irgendwie unbefriedigend. Aber abgesehen davon, wo sind wir eigentlich? Seht doch eure Ratlosigkeit da hinten an der Wand. Hä? Ja, das ist eins. Das muss eins von diesen Sternewillen sein. Endlich sind unsere Bemühungen erfolgreich. Greifen wir unser Sternewill. Halt mal! Wer bist du denn? Sag nicht, dass ihr auch Aurelius schon vergessen habt. Oder? Oder was? Nein, kennt ihr mich jetzt da draußen? Ihr habt es also geschafft, in meinen geheimen Trainingsraum einzudringen, ja? Dabei habe ich sogar den Schwierigkeitsgrad erhöht. Wegen diesem Ungeziefer, das sich in der Anlage angesiedelt hat. Du warst das? Du hast hier unten die Gegner stärker gemacht? Beachtliche Leistung, aber passt trotzdem auf. Meinen Meistergurt bekommt ihr nämlich auf keinen Fall. Ja, was ist denn das für eine mickrige Käsekrähe? Mickrig? Du! Passt auf hier! Attacke! Alter! Alter! Tja. Platt wie eine Flunder. War das alles? Was für ein Mickerling. Das Sternjuwel ist... Aber... Es ist zerbrochen! Eieieiei, Sohn! Hä? Aber... Eier Sprachlosigkeit, das ist nur das Glas, eine Fälschung! Was sagst du? Das ist original, Bomba Luigi! Bomba Luigi? Ich kenne keinen Bomba Luigi! So ein Mist! Und ich habe die Sternjuwelen immer noch nicht! Boah, bei keinem von euch geht's gut. Nur Mario hat einen guten Lauf im Moment. Na doch. Du sagst halt sehr viel Kacke bei ihm, aber... Er kriegt alles wieder hin. Stimmt, er ist jetzt grün, hab ich wieder vergessen. So ungewohnt. Ja, Freunde! Hey Mario, die meisten Schimpfwille von Peach! Da hast du recht. Schauen wir mal. Mario, ich weiß jetzt, wo ich festgehalten werde. Ich bin auf dem Mond! Auf dem Mond, der am Nachthimmel zu sehen ist! Und ich habe noch etwas viel Schlimmeres erfahren. Um den Dämon wieder zu beleben, wollen diese Gangster mich. Mond? Die Prinzessin ist auf dem Mond? Und die Mace-Mentoren abgebrochen, hä? Hoffentlich ist er nicht zugestoßen? Doch, Kupio, ich glaube, hier ist was zugestoßen. Ach, Luigi! Ah, warte, Luigi, ganz kurz. Ich habe eine Mail bekommen. Danke, von Diana. Wie geht's dir, Mario? Ich bin es, Diana Süßerdorf. Danke, dass du einige meiner Erinnerungen mit mir geteilt hast. Du hast mir wirklich sehr geholfen. Ich kann zwar immer noch nicht vergessen, aber ich denke, dass die traurige Vergangenheit mit der glücklichen Gegenwart verbunden ist. Aber man darf nicht so viel nachdenken. Die Kinder spielen und sind gesund und ich habe jeden Tag viel Spaß mit ihnen. Wenn du in der Nähe bist, komm da einfach mal vorbei. Die Kinder würden sich freuen. Diana. Nee, danke. Luigi! Stell dir vor, der Wunderkompass. Ich habe schon wieder einen Teil gefunden, Bro. Diesmal war ich bei den Ruinen des Kometenpalastes. Dieses Abenteuer war, naja, wie soll ich sagen?
Soll ich dir was sagen? Willst du es hören? Ja, Moment. Ich weiß nicht, mit wem habe ich es noch nicht gehört. Wir haben noch nicht schlafen gesehen. Ich glaube, Nagarina auch noch nicht schlafen gesehen. Machen wir mal. Ich weiß es leider nicht mehr. Verdammt. Muss ich alles sonst nachholen. Also, das ist eine lange Geschichte, Bro. Tief im Sargenwald finde ich endlich den Kometenpalast, ja? Ich betrete die Ruine und innen ist alles schneeweiß. Es ist fast so, als würde man durch den Weltraum schweben. In einem Zimmer sitzt ein Jüngling. Er scheint ganz allein zu sein. Und als ich mich ihm nähere, taucht plötzlich dieses Wesen auf. Das Wesen stellt sich mir vor. Creepy, so nennt es sich. Der Name des Jünglings lautet Windros. Er wartet darauf, von einem Besucher geweckt zu werden. Für einen Besucher, dem er seine Aufgabe übertragen kann. Wie sie schläft. Ich fange an, mich nach dem Kompassteil umzusehen. Natürlich leise. Ich will diesen Windros ja nicht wecken. Aber dann juckt auf einmal meine Nase und ich muss lesen. Noch nie. Und davon wacht dieser Windros natürlich auf. Er sieht mich an, er lächelt und dann beginnt er zu erzählen. Er erzählt mir viele Dinge, die ich bis dahin nicht mal wusste. Windros ist der letzte Überlebende des antiken Volkes der Mistralia. Und er hat 1000 Jahre lang das Kompassteil bewacht. Mit dem Wunderkompass aber kann man in die Zukunft sehen. Und das Volk von Mistralien hat damals die Welt beherrscht. Mit der Macht des Wunderkompass natürlich. Aber dafür traf die Mistralia auch der Fluch des Kompasses. Und so ging ihre gesamte Kultur unter. Windros aber zerbrach den Kompass in 7 Teile, um zu verhindern, dass sich so eine Tragödie noch einmal ereignet. Er selbst bewachte die ganze Zeit immer eins der Kompassteile. Und die ganze Zeit wartete er auf jemanden, der ihn erlösen würde. Dann gab mir Windros das Kompassteil und verschwand im Nebel. Und das Kompassteil zeigte mir den Weg zu meinem nächsten Ziel. Zum Zornesturm, weit im Norden. Das sollte also mein Ziel sein. Ich spürte Eclairs Stimme stärker als jemals zuvor. Ich werde die Prinzessin befreien und dann... Entschuldige, ich habe mich mal ein wenig aufgeregt. Jedenfalls kommt jetzt die Vorbereitung auf den letzten Kampf. Dafür bin ich nach Roningen gekommen. Und hier bin ich jetzt. Oh, da fehlt auch noch ein Teil so bei uns. Wollt ihr mal sagen? Nein, passt schon. Meine Nase läuft schon, Alter. Okay. Ich kann einfach normal reden, aber ich finde es lustiger, die Nase zu halten dabei. Tada! Hey, wow! Ja? Nice, Style. Grün steht dir. Danke, Luigi. Danke, Mann. Wer bist du eigentlich? Ich bin Creepy. Was für eine Zukunft man wohl mit einem Kompass hat. Ich muss das unbedingt herausfinden. Ja? Ein Freund von Luigi. Er nennt sich wohl Creepy. Seltsam, oder? Ein Wesen wie dieses habe ich noch nie gesehen. Nee, es scheint irgend so eine Art Nebelgeist oder so zu sein. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, was ich davon machen soll. Aber okay, wir sind wieder zurück in Rohlingen. Und... und wir müssen in die Katakomben, genau. Ich habe wieder vergessen, was ich machen muss. Ja, in die Katakomben. Ich würde sagen, ich renne da eben hin und zeig euch dann, wie es aussieht. Und da sind wir. Geben das 6. Teil ab. Das letzte, was wir wirklich finden können. Und ich glaube, als nächstes geht's weiter auf dem Mond. Wie uns ja gesagt wurde. Das letzte Teil ist bei denen. Und die sind auf dem Mond. Wow. Wie haben die das geschafft? Wie sind die auf den Mond gekommen? Kämpfen wir gegen NASA oder was? Oh nein. Das war nicht so gut, glaube ich. Oh oh. Egal. Upgraden wir erstmal die Karte und finden dann mehr heraus. Ja, nur noch oben links und unten ist was. Siehst du das unten? Das ist so ein Schloss oder so. Ja, da oben. Auf dem Mond. Ein riesiges Gebäude? Ich dachte, wir sind in einem Raumschiff oder so. Nö. Straight up in einem Gebäude. Das letzte Sternjuwel ist so kristallig. Wow. Yeah. Schaut euch das mal an, Freunde. Hey, was ist das? Das letzte Sternjuwel ist... Das kann doch nicht wahr sein. Doch, es ist auf dem Mond. Wie schon gesagt wurde von Peach in der Mail. Hm. Ah.
Wenn der Eintrag auf der Karte stimmt, befindet sich das letzte Sternjuwel auf dem Mond! Tatsächlich. Und Prinzessin Peach ist auch auf dem Mond. Sehr seltsam. Das Problem ist nur, wie kommt man zum Mond? Ich habe wirklich nicht die geringste Ahnung. So was wie Rakete habe ich noch nie gehört. Aber, warte mal. Dieses Buch hier. Da steht doch irgendwas drin. Ich kann versuchen, rauszubekommen, wie man zum Mond gelangt. Es kann allerdings etwas dauern. Kommt bitte einfach später wieder. Wie später? Ja, lass mich in Ruhe, Mann. Jetzt hau ab für ein paar Minuten. Okay, okay. Ich komme einfach in der nächsten Folge wieder, okay? Starty, hi, Guy. Hey, Schnauzbart. Echt cool, dass du meinen Doppelgänger entlarvt hast. Danke, gute Arbeit. Naja, Stars wie ich sind an so einen Ärger schon gewöhnt. Aber das kannst du dir sicher denken. Echt easy, dass ein Normaler wie du sich in Gefahr begibt, um meinen Doppelgänger zu schnappen. Mein nächster Film wird Toads Finger 2 sein. Bin gerade auf dem Weg nach Toad Town für die Aufnahmen, Außenaufnahmen. Stars haben es halt auch nicht leicht, Kumpel. Du bist wohl so eine Art Abenteurer, also merk dir, das Leben ist ein Kampf, also tu dein Bestes, um zu gewinnen. Viel Erfolg, Starty, das Original. Lol, schaut mal da im Hintergrund. Den kennen wir noch aus dem ersten Paper Mario. Ja, unser Kollege, der es nie geschafft hat, uns zu besiegen. Wie cool wäre es, wenn er in diesem Spiel nochmal als Secret Final Boss oder so auftauchen würde? Wie cool wäre das? Das wäre sehr cool.